Moin moin zusammen. Heute bin ich für euch im hohen Norden unterwegs, nämlich in Lübeck. Lübeck ist die Stadt der Wissenschaft 2012 und hier findet heute auch der Wissenschaftssommer statt. Sommerlich ist es nicht, aber wir schauen trotzdem mal, was da los ist. Auf geht's! So, ich habe jetzt den Thorsten gefunden, er ist der Projektleiter des Wissenschaftssommers. Was kann man denn konkret hier heute erleben? Ja, es gibt echt eine ganze Menge zu sehen. Also ihr könnt da zum Beispiel sehen, warum Eis überhaupt brennen kann. Ihr könnt da sehen, wie Gesteinsschichten, wie Wasser abläuft, mehrere Erdschichten sehen, wie das funktioniert. Im Rathaus gibt es auch jede Menge spannende Sachen zu sehen. Wie zum Beispiel könnt ihr Geoinformationen euch an der Erdkugel heranzoomen und so weiter und Länderinformationen sehen. Einfach mitmachen ist das Zauberwort und selbst entdecken. Dann schauen wir uns mal um. Dankeschön. Bitte, viel Spaß. Super gemacht. Klasse. Kannst du zu Hause nachbauen. Ich habe gerade gehört, dass Eis brennen kann. Stimmt das? Ja, das stimmt. Methan brennt. Okay, und das ist in dem Eis drin? Ja. Wieder was gelernt. Dankeschön. Bitte schön. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr auch gut aufgepasst habt. Wir haben nämlich eine Frage an euch. Was muss in Eis enthalten sein, damit es brennt? Wenn ihr die Antwort wisst, schickt uns eine Mail an diese Adresse. Und unter allen richtigen Antworten verlosen wir dieses fantastische Buch. Ich wünsche euch viel Glück. Was machst du denn da Schönes? Also ich mache für die Bienen so ein Haus und das sieht, und ich male das so an wie eine Biene. Und wo wohnen die Bienen dann? Hier in den Löchern. Pascal, was ist denn das hier? Was kann ich hier tun? Das ist unser Exponat zum Thema Nachhaltigkeit, Handy im Allgemeinen, Produktion, Konsumverhalten, wie man es entsorgt, ob man es entsorgen soll. Quasi Recycling für das Handy. Wie gefällt es Ihnen denn hier auf dem Wissenschaftssommer? Das ist schön soweit hier. Und gefällt es dir auch gut? Mhm. Da bin ich schon wieder, Thorsten. Hallo. Hi. Ich habe gerade was Interessantes zum Fußball gehört. Wie kam es denn dazu, dass ihr hier auch Experten zum Fußball eingeladen habt? Ja, wir sind kurz vor der Europameisterschaft. Da haben wir uns gedacht, ja, da redet jeder über Fußball. Da müssen wir auch was zum Thema Fußball machen. Es spricht alle an und man hat gesehen, der Platz war voll. Und ich glaube, wir hatten alle viel Spaß und viel gelernt. Ja, alle haben mitgemacht und wirklich viel gelernt, aus theoretischer, physikalischer Sicht. Genau. Ja. So, das war's schon wieder von mir vom Wissenschaftssommer. Ich hatte einen tollen Tag. Ich habe viel gelernt über unsere Erde und ich hoffe, ihr auch. Und ich habe auch ganz tolle Menschen kennengelernt, die sich in spannenden Projekten engagieren. Viele Grüße aus Lübeck und bis bald!